Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Bodo Ramelow, sehr geehrter Herr Rudolph, sehr geehrter Herr Witt, ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Dürre, Professor Dürre ist leider noch nicht da, liebe Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Personalrätinnen, Personalräte, ich freue mich wirklich sehr, dass wieder so viele unserer Einladung gefolgt sind zu unserer Betriebsräte- und Personalrätekonferenz. Das ist ein wirklich gutes Zeichen und bestätigt uns auch nochmal in der Wahl, die Betriebsrätekonferenz dieses Jahr auch durchzuführen. Vielleicht, warum wir zu dieser ungeraten Zahl kommen, dass es erst die 9. ist. Wir hatten 2014 fand keine statt wegen der Landtagswahlen. Das ist nachvollziehbar, weil das ist mit viel Stress verbunden für alle Beteiligten. Aber aufgrund Ihrer Rückmeldungen der letzten Konferenzen haben wir gesagt, wir müssen die Konferenz auf jeden Fall wieder durchführen, weil Ihr Interesse daran hoch ist. Und wir merken das Interesse A, natürlich, dass so viele heute da sind, aber auch die Rückmeldungen, die Sie uns immer nach den Konferenzen auch geben. Und insofern ist es also eine Konferenz, die zum einen viele Themen behandelt, die Sie sich gewünscht haben. Also das ist zum einen die Vielfalt der Themen, die sich darin abbildet, aber auch, dass wir ganz anders als die letzten Male zweimal die Möglichkeit geben, an einem Workshop teilzunehmen, weil das auch eine Rückmeldung von Ihnen gewesen ist, dass man nicht nur sich für einen entscheiden will, sondern gern an zwei teilnehmen. Insofern also hier auch eine ganz neue Form der Möglichkeit der Beteiligung und sich zu informieren. Ja, es sind Einzelthemen, die wir behandeln, aber und wenn man sich die vergangenen Betriebsrätekonferenzen anschaut, ist es heute auch ein ganz großes Rad, das wir drehen wollen. Herr Rose hat das schon so ein bisschen angedeutet. Die letzten Betriebsrätekonferenzen haben sich immer sehr explizit mit dem Thema Mitbestimmung befasst, auch die Frage der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber wir wollen die Frage der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung heute stellen und mit Ihnen diskutieren. Und warum war uns das so wichtig? Und das will ich ganz kurz erläutern. Und da will ich zunächst auf ein Projekt verweisen, das nennt sich Rebico. Das ist ein Projekt an der Uni Jena, das sich mit der Arbeitswelt, ich sage es mal ganz grob, befasst und das versucht, verschiedene Akteure regional zusammenzufinden. Und eine These, die diese aufgestellt haben, ist, dass Fachkräfte, ich würde sagen Beschäftigte, das regionale Kollektivgut dieser Gesellschaft sind, das regionale Kollektivgut. Und sie haben gesagt, es gibt verschiedene Dinge, die wir beachten müssen. Das heißt, für dieses regionale Kollektivgut braucht es eine soziale Infrastruktur. Ich nenne mal nur das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es braucht das Thema, das wir bearbeiten müssen, die Qualität der Arbeit. Es geht darum, auch Kompetenzen von Menschen zu erschließen, die momentan eben nicht so im Fokus sind, wie zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, wie langzeitarbeitslose Menschen. Aber es geht auch darum, natürlich eine beteiligungsorientierte Organisationsstruktur in den Unternehmen aufzubauen. Ich würde sagen, auch übergreifend aufzubauen. Und lassen Sie mich auf diese vier Punkte ganz kurz eingehen und das sei mir gestattet, an dieser Stelle auch mal zurückblicken, wie wir versucht haben, tatsächlich dieses regionale Kollektivgut Beschäftigte zu begleiten und hier entsprechende Maßnahmen auch auf den Weg zu bringen. Und Herr Rose, wenn Sie mir einfach nach neun Minuten so ein Thema geben, dass ich in die Abschlusskurve kommen kann. Zum einen das Thema soziale Infrastruktur. Ich habe es schon gesagt, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eins, das immer größer wird und zum Glück nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Väter ein wichtiges Thema, aber auch die Frage der Sorgearbeit für ältere Angehörige, die vielleicht in der Pflege sind, ein Thema sind. Deswegen haben wir ein Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen in dieser Legislatur auf den Weg gebracht, das dabei ganz intensiv unterstützen sollte. In diesem Jahr ist es richtig angelaufen und es wird wichtig sein, um dieses regionale Kollektivgut tatsächlich auch zu schützen und zu unterstützen. Das Thema Qualität der Arbeit ist eins, das wir beispielsweise in der Landesgesundheitskonferenz, die wir neu in Thüringen gegründet haben, als ein ganz wichtiges Thema, nämlich als eins der drei Themen auf die Tagesordnung gesetzt haben, nämlich gesund arbeiten und leben. Und aus dieser Kooperation innerhalb der Landesgesundheitskonferenz ist beispielsweise eine Koordinierungsstelle entstanden, die kleine und mittelständische Unternehmen in Thüringen beraten sollen. Beratung aus einer Hand, sowohl zum Arbeitsschutz als auch zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein weiteres Thema, dieses Erschließen der Kompetenzen benachteiligter Menschen. Wir haben öffentlich geförderte Beschäftigung auf den Weg gebracht, also einen sozialen Arbeitsmarkt, um Menschen, die lange
aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen waren, wieder heranzuführen an Strukturen und ihnen auch wirklich Wertschätzung und neue Perspektiven zu geben. Und auch das Thema Landesarbeitsmarktprogramm, also die Unterstützung von geflüchteten Menschen hier bei uns in Thüringen auch in der Arbeit anzukommen, ist eins, das uns ganz intensiv begleitet hat. Und ich weiß nicht, ob der MP nachher die Zahlen dazu noch sagen wird, aber wenn man den Beschäftigungszuwachs des letzten Jahres sich anschaut, dann ist dieser Beschäftigungszuwachs vor allem durch ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekennzeichnet. Das heißt, diese Menschen unterstützen uns hier in Thüringen, um tatsächlich den Fachkräftebedarf zu decken und hier auch den Wohlstand gemeinsam zu erarbeiten. Und das letzte, beteiligungsorientierte Organisationskultur, ja, da ist sicherlich das Thema des Bildungsfreistellungsgesetzes, das hier in Thüringen beschlossen wurde, ein ganz wichtiges Thema, um hier Sie auch zu unterstützen. Und vielleicht noch ein kleines Projekt, das wenige bisher kennen, ein Projekt, wo es um sozialpartnerschaftliche Perspektiven geht. Also das heißt, dass gemeinsam das Institut der Wirtschaft Thüringens, Arbeit und Leben und das DGB Bildungswerk zusammen kleine und mittelständische Unternehmen dabei begleiten, sozialpartnerschaftliche Perspektiven, Beziehungen in Thüringen auch aufzubauen und hierbei diese Unterstützungsleistung auch zu geben. Also ich denke, alles wichtige Dinge, und es ist nun wirklich ein Ausschnitt gewesen von dem, was wir auf den Weg gebracht haben, um dieses regionale Kollektivgut, das gefällt mir absolut, tatsächlich zu schützen und weiterzuentwickeln. Aber, und dann kommen wir zu dem Problem, das ist natürlich nicht alles. Es geht natürlich auch darum, wie kann man eine Polarisierung, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir erleben, wie kann man damit umgehen? Und wir haben eine Minderheit zwar, aber eine lautstarke Minderheit, die derzeit vor allem sehr viel, also die wiederum andere Minderheiten abwertet. Also es werden langzeitarbeitslose Menschen abgewertet. Es werden Menschen mit Behinderungen abgewertet. Migrantinnen und Migranten erfahren Abwertung und Klischees. Es gibt, man redet von 1/5 der Beschäftigten, die sich gegen Zuwanderung aussprechen, selbst dann, wenn Zuwanderung notwendig wäre, um das Sozialsystem weiter zu erhalten. Also eine Entwicklung, die uns sehr zu denken gibt und mit der wir unbedingt umgehen wollen und müssen und die uns eben nicht ruhig lässt, sondern deswegen unter anderem der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das gemeinsam mit Ihnen, mit euch diskutieren. Ich glaube, es ist notwendig, dass alle gesellschaftlichen Akteure übergreifend zusammen diskutieren, sich dafür einsetzen, dass ein gesellschaftliches Klima entsteht, das eben dazu führt, das regionale Kollektivgut, ich sage jetzt mal Menschen insgesamt natürlich, zu unterstützen, zu schützen, zu bewahren, aber hier natürlich auch ein gutes Leben zu ermöglichen. Insofern freue ich mich auf die Diskussion und möchte mich bei allen bedanken, die heute diese Konferenz haben mit auf den Weg gebracht. Und ganz voran noch, ehe ich das vergesse, möchte ich mich vor allem bei Frau Weißhut und bei Herrn Adam von Arbeit und Leben bedanken für die Vorbereitung der Konferenz und natürlich auch nochmal ganz herzlich Frau Wenzel, Mitarbeiterin aus unserem Haus, gemeinsam mit ihrem Team, die heute viel investiert haben an Zeit, damit wir hier eine gute Konferenz haben mit vielen tollen Gesprächen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, und ich freue mich jetzt auf die Konferenz. Herzlichen Dank. Ja.